dass Glyphosat krank macht, weiß unterdessen auch die EU. Warum die auslaufende Glyphosat-Zulassung für ein weiteres Jahr verlängert wurde, ist somit unverständlich. Dass die Industrie trotz erschreckenden Studien weitermacht, ist skrupellos. Warum ist das so? Ich spreche mit der Biophysikerin und MIT-Wissenschaftlerin Stephanie Seneff, die mit ihrem Buch Toxic Legacy für Aufruhr sorgte. Ich freue mich sehr, Sie kennenzulernen. Danke, Stephanie Seneff, dass Sie hier sind. Das ist eine große Ehre für mich. Vielen Dank, dass Sie mich eingeladen haben. Sie sind eine leitende Wissenschaftlerin am MIT. Sie haben einen Bachelorabschluss in Biophysik und einen Doktortitel in Computerwissenschaften und Elektrotechnik. Aber heute sprechen wir über Ihr Buch Toxic Legacy. Würden Sie sich kurz vorstellen und vielleicht ein paar Worte über Ihren Weg sagen und wie Sie von Computern und Elektrotechnik zu Glyphosat gekommen sind? Das ist eine ganz schöne Reise. Es ist ziemlich erstaunlich. Ich habe in der Biologie angefangen und ich habe Biologie immer geliebt und immer gelesen und mich über die Jahre auf dem Laufenden gehalten. Aber der größte Teil meiner Karriere war in der Informatik, wo ich Schnittstellen für gesprochene Dialoge mit Computern entwickelt habe, damit Computer eine Unterhaltung mit Menschen in natürlicher Sprache führen können. Wir haben also die frühen Stadien der lästigen Systeme entwickelt, bei denen der Computer am Telefon versucht, mit ihnen zu sprechen, um die Informationen zu erhalten, bevor er sie an einen Menschen weitergibt. Das war im Grunde diese Art von Arbeit. Wir hatten ein Flugbuchungssystem und einen Wetterbereich und solche Dinge. Wir hatten viel Spaß bei der Entwicklung dieser Systeme und das ging über viele Jahrzehnte so weiter. Aber ungefähr im Jahr 2007 machte ich mir Sorgen, weil ich sah, dass die Autismusraten jedes Jahr stiegen. Sie berichteten immer wieder, sie sind dieses Jahr wieder gestiegen und keine Sorge, wir diagnostizieren einfach mehr. Und das habe ich nicht geglaubt. Und ich dachte, da muss es doch etwas geben. Natürlich ist es eine Erbkrankheit. Es ist eine Erbkrankheit und sie nimmt zu und das ergibt keinen Sinn. Und ich war also der Meinung, dass es etwas in der Umwelt geben muss, das diese Kinder krank macht. Und ich wollte herausfinden, was es ist. Ich wurde von einer Computerfirma in Taiwan finanziert und arbeitete an Dialogspielen, die englischsprachigen Personen beim Erlernen der chinesischen Sprache helfen sollten. Es ist also ein ganz anderes Thema als das, was ich jetzt mache. Ich liebte diese Arbeit und hielt sie für sehr wichtig, aber ich machte mir solche Sorgen um den Autismus, dass ich einfach beschloss, ich konnte es nicht ertragen, das nicht zu tun, und so habe ich es zu meinem Job gemacht, was wirklich, wirklich großartig war. Im Grunde schrieb ich jedes Jahr einen Vorschlag, was ich im nächsten Jahr machen würde, und ich machte einfach eine Kehrtwende. Und in diesem Jahr sagte ich, ich werde Umweltchemikalien und ihren Zusammenhang mit Krankheiten untersuchen, mit menschlichen Krankheiten und statistischen Korrelationen und solchen Dingen. Und sie haben es mir abgekauft, ich war also wirklich glücklich. Ich muss sagen, dass sie mich immer noch finanzieren. Das war 2007, also etwa 15 Jahre später. Bis jetzt haben sie mir jedes Jahr die Finanzierung verlängert. Es war also sehr, sehr einfach für mich, die Mittel zu bekommen, die ich für meine Arbeit benötige. Und ich muss Quanta Computers wirklich ein Lob aussprechen. Das ist das Unternehmen, das mich finanziert hat. Und gibt es in Ihrem Umfeld Personen, bei denen Autismus diagnostiziert wurde? Denn unser Sohn war in der 4. Klasse und bei ihm wurde Autismus diagnostiziert. Es war also einfach diese Diagnose und es heißt, ja, so ist es. Da kann man nichts machen. Das ist entmutigend, nicht wahr? Ja, das ist es. War es so, dass jemand in Ihrer Familie oder in Ihrer Nähe diese Diagnose hatte, sodass Sie sich dessen bewusst waren, oder waren es nur die Zahlen? Nein, es gab eine persönliche Geschichte. Sie reicht eigentlich weit zurück. Es war in den frühen 1980er Jahren. Meine beste Freundin hatte damals einen Sohn, der vielleicht ein Jahr alt war, und er bekam seine DPT-Impfung. Und in dieser Nacht schrie er durchgehend, bekam hohes Fieber und eine Woche später hatte er Krampfanfälle. Und später wurde bei ihm Autismus diagnostiziert. Damit war für mich der Grundstein gelegt, dass Autismus mit Impfungen zusammenhängt. Und dann natürlich Andy Wakefield. Ich meine, ich wurde auf all das aufmerksam. Meine erste Anlaufstelle waren also Impfstoffe. Ich glaube wirklich, dass Impfstoffe einen Beitrag leisten. Ich glaube definitiv, dass sie einen Beitrag leisten. Inwieweit sie im Vergleich zu anderen Dingen die Ursache sind, ist eine große Frage. Aber meine Meinung ist, dass Glyphosat, welches wir als Unkrautvernichtungsmittel einsetzen, unsere Gesundheit und die Umwelt zerstört.
Darüber handelt auch mein Buch Toxic Legacy. Ich denke, das ist die Nummer eins. Und ich glaube, wenn Glyphosat abgeschafft würde, würden die Autismusraten sinken. Wenn wir die Impfstoffe abschaffen würden, würden sie das auch tun. Die Frage ist, welche Rolle spielt das? Es ist wie dieser Giftcocktail. Was ist in diesem Cocktail? Und das sind viele Dinge. Sie sind giftig in unserer modernen Umwelt. Richtig, und sie sind synergistisch toxisch, was bedeutet, dass sie zusammen stärker wirken als jedes für sich. Die gleiche Konzentration von beiden zusammen verschlimmert die Wirkung des anderen. Es gibt also eine synergistische Toxizität und wir haben all diese Dinge, Glyphosat. Ich will nicht sagen, dass Glyphosat die einzige Chemikalie ist, die eine Rolle spielt, denn es gibt noch all diese anderen Insektizide, Fungizide, Kunststoffe. Ich meine, es gibt so viele Dinge in unserem Trinkwasser, die Blei enthalten, nicht nur etwas Aluminium. Es gibt einfach eine riesige Liste von Dingen in der Umwelt, die Krankheiten verursachen, und diese Kinder leben wirklich in einer Giftsuppe. Ich glaube einfach, dass Glyphosat ein übersehener Faktor ist. Der Grund, warum ich mich auf Glyphosat konzentriere, ist, dass Glyphosat sicher ist. Das ist die Botschaft, ja? Glyphosat ist sicher. Es ist eine wunderbare Chemikalie, weil sie alle Pflanzen tötet, außer die, die so konstruiert wurden, dass sie ihr widerstehen können. Und die für den Menschen völlig ungefährlich ist. Die Menschen haben diese Botschaft so sehr verinnerlicht, dass sie sich dagegen wehren, wenn ich sage, nein, es ist nicht sicher. Sie glauben es nicht. Das ist sehr frustrierend für mich. Deshalb möchte ich Glyphosat wirklich in den Vordergrund rücken, weil es erstens allgegenwärtig ist. Es ist überall und wir verwenden es. Es wird in großem Umfang für unsere Lebensmittel verwendet, sodass es überall in der Lebensmittelversorgung zu finden ist. Es ist in der Luft, es ist im Wasser. Du benutzt es auf deinem Rasen, um den Löwenzahn zu töten. Es gilt als unbedenklich, sodass die Menschen es sorglos verwenden. Und dann sagt die Regierung, es sei absolut sicher. Also glauben die Leute das. Es ist wirklich eine sehr schlechte Kombination von Tatsachen, die dazu führen, dass wir uns dessen nicht bewusst sind. Ja, und wenn es so giftig für die Tiere ist, muss es doch auch giftig für die Menschen sein. Ich verstehe also nicht, wie die Regierung die ganze Zeit sagen kann, dass es sicher ist. Ich würde gerne näher auf die Zusammenhänge eingehen, die sie zwischen Autismus und Glyphosat gefunden haben. Sie haben schon vor Jahren damit begonnen, auf diese Zusammenhänge aufmerksam zu machen. Welche Erkenntnisse haben Sie aus Ihren Forschungen gewonnen? Wie können wir die Zunahme des Glyphosateinsatzes mit der Zunahme von Autismus in Verbindung bringen? Was war der Moment, in dem Sie dachten, oh mein Gott, okay. Es war ein Moment. Ja, es war ziemlich erstaunlich, weil ich auf der Suche war. Also begann ich 2007. Ich schrieb einige Artikel. Ich untersuchte Aluminium und Aluminium in den Impfstoffen zum Beispiel und sogar den MMR-Impfstoff, der von Wakefield als problematisch identifiziert worden war. Wakefield verlor seine Approbation als Arzt in Großbritannien. Aber ich denke, er wird letztendlich entlastet werden. Wie auch immer, ich habe 5 Jahre lang gesucht. Ich untersuchte Blei und Plastik, all diese Dinge und kam zu keinem Ergebnis. Aber ich habe mich mit Autismus beschäftigt und wusste, dass es viele Probleme mit dem Darm gibt. Viele der autistischen Kinder hatten Durchfall, Verstopfung, Blähungen, Unwohlsein, all das. Und sie sind wählerische Esser, eine Menge Probleme mit dem Darm. Sie sagten, es gibt viele Probleme mit dem Darm, wirklich. Also ich dachte, dass es etwas in der Nahrung sein muss, aber ich wusste nicht, was es war. Und so ging ich zufällig zu einer Konferenz, auf der Professor Don Huber einen 2-stündigen Vortrag über Glyphosat hielt. Das war 2012. Ich erinnere mich an den September 2012. Da waren wir auf der gleichen Konferenz. Ich hielt einen Vortrag über Statinmedikamente und er hielt einen Vortrag über Glyphosat. Zu diesem Zeitpunkt wusste ich nicht, was Glyphosat ist. Ich meine, ich kannte natürlich Roundup, aber ich wusste nicht, dass Glyphosat der Wirkstoff in Roundup ist. Die meisten Leute kennen dieses Wort nicht, wussten es damals nicht. Heute wissen es sicherlich mehr Leute, aber es ist mir peinlich zuzugeben, dass ich das Wort nicht kannte. Obwohl ich mich mit Autismus beschäftigte. Aber ich kam zu seinem Vortrag und hörte zu. Er zeigte mir diese Dias und ich dachte, wow, ich meine, ich war so aufgeregt. Ich saß auf der Kante meines Stuhls und sagte, das ist es, ich muss mich wirklich mit Glyphosat beschäftigen. Ich ging weg und fing sofort an, alles an Literatur zu lesen, was ich tun konnte. Ich schloss mich mit jemandem zusammen, der sich mit Glyphosat beschäftigt hatte und es für giftig hielt. Wir schrieben mehrere Artikel und das ist Anthony Samsel. Kurz nachdem ich diesen Vortrag gehört hatte, schloss ich mich ihm an. Ich ließ im Grunde alles andere stehen und liegen, um mich mit Glyphosat zu beschäftigen. Natürlich war es gleichzeitig ein Glücksfall, dass zu dieser Zeit gerade eine Arbeit von Professor Seralini und seinem Team herauskam. Und
Diese Arbeit war revolutionär, weil sie das Gleiche, im Grunde genommen wurde dasselbe Experiment durchgeführt, das Monsanto benutzt hatte, um die Unbedenklichkeit von Glyphosat bei Tieren zu beweisen. Es handelte sich um eine Rattenstudie, bei der Monsanto den Ratten Glyphosat in einer bescheidenen Menge ausgesetzt hatte. Also Glyphosat in niedriger Dosis, die in der Umwelt vorkommen könnte. Und das wurde 3 Monate lang gemacht. Und dann sagten sie nun 3 Monate, sie sahen gut aus und sie hatten eine Regel. Sie haben eine Regel aufgestellt, die sagte, dass wenn man 3 Monate lang nachsieht und keine Probleme findet, alles in Ordnung ist. Bei Tierversuchen muss man nur 3 Monate lang suchen und dann ist alles okay. Also hörten sie nach 3 Monaten auf. Also sagte er, und was passiert, wenn ihr weitermacht? Also hat er das Experiment umgestellt, es über die gesamte Lebensspanne der Ratten fortgesetzt und herausgefunden, was passiert. Hey Priscilla, sag mal, welche Nahrungsergänzungsmittel verwendest du eigentlich? Gute Frage, Annalisa. Ich benutze die Nahrungsergänzungsmittel von The Root Brands, weil sie für mich die Kombination zwischen Loslassen und Aufbauen am besten vereinigen. Durch meine gereinigten Zellen können diese nämlich die Nahrungsergänzungsmittel bestmöglichst aufnehmen. Mehr Informationen am Ende des Videos. Er sagte, dass es nach 3 Monaten noch gut ging. Nach 3 Monaten hätte man keinen statistisch signifikanten Unterschied zwischen der Kontrollgruppe und der Behandlungsgruppe feststellen können. Nach 4 Monaten begannen die ersten Probleme aufzutreten. Am Ende ihres Lebens hatten die weiblichen Tiere massive Brusttumore, die männlichen Tiere hatten Probleme mit ihrer Leber und ihren Nieren, beide Geschlechter hatten Fortpflanzungsprobleme und eine verkürzte Lebenserwartung. Er fand also alle Arten von Schäden durch niedrig dosiertes Glyphosat während der gesamten Lebensspanne der Ratten. Das Problem ist also, dass Glyphosat heimtückisch und kumulativ toxisch ist. Es reichert sich im Körper an, wird mit der Zeit immer schädlicher, ist ein langsamer Tod. Das ist ein weiterer Grund, warum die Leute nichts davon wissen. Unmittelbar offensichtlich ist das eigentlich. Ja, es ist sofort offensichtlich. Es wäre interessant, der Ratte etwas Glyphosat und die Spritze zu geben. Ich weiß, absolut. Niemand wird dieses Experiment in nächster Zeit durchführen. Oh my gosh. Ach du meine Güte, ja. Das bedeutet also, dass Menschen mit einer bereits bestehenden Entgiftungsschwäche besonders gefährdet sind, an einer Folgeerkrankung zu leiden. Ich denke, das ist eine ziemlich wichtige Frage, auch wegen meines Sohnes, der einige Darmprobleme hat. Und dann isst er, wie wir alle, Brot und Nudeln und so weiter mit verschiedenen Lebensmitteln, die Giftstoffe enthalten, und bekommt eine Spritze. Und dann ist es wie ein Giftcocktail. Aber ich denke, wir wissen, dass es Menschen gibt, die eine hohe Entgiftungsrate haben und andere, die eine niedrige haben. Und die Frage ist, ob es viele Menschen sind, die, man kann es sinnvollerweise sagen, oh, du bist einfach so, ich kenne das Wort im Englischen jetzt gerade nicht, zerbrechlich oder? Ja, zerbrechlich, richtig. Und die anderen sagen, ja, du bist stark, wir gehen mit den starken Leuten, und die anderen, ja, sie werden einfach krank. Ich denke, da ist etwas Wahres dran, denn man sieht, tatsächlich hat man die Genetik des Autismus sehr sorgfältig untersucht und eine ganze Reihe von Genen gefunden, von denen jedes eine sehr kleine Rolle spielt. 1% der autistischen Kinder hat dieses Problem, 2% haben jenes Problem. Es ist also nicht so, dass es ein Gen gibt, von dem man glaubt, dass es sei das Wichtigste. Aber es gibt viele, viele verschiedene Gene, und wenn man einen Gendefekt hat, eine Mutation in diesem Gen, die dazu führt, dass es nicht optimal funktioniert, dann kann das zur Förderung von Autismus beitragen. Ich glaube also, dass es eine Kombination aus Genen und Umwelt ist. Die Kinder, deren Gene bereits geschwächt sind und die von Glyphosat betroffen sind, werden zuerst betroffen sein. Irgendwann wird Glyphosat so allgegenwärtig sein, dass alle Menschen Autismus bekommen werden. Ich glaube, das ist der Weg, auf den wir zusteuern. Ich lache nur ungern, aber es sieht wirklich schlecht aus. Wir als Gesellschaft müssen uns diese verletzlichen Menschen ansehen, um eine Vorstellung davon zu bekommen, was auch mit den starken Menschen passiert, wenn man sich in dieser toxischen Umgebung befindet. Es ist also nicht so, dass wir sagen, oh, da sind die kranken Menschen, wir gehen weiter. Nein, es ist eher, oh, warum seid ihr krank? Lasst uns die Umgebung ändern. Vom Kanarienvogel in der Kohlenmine zu erkennen, um zu sagen,
Ja, wir sollten besser aufpassen. Der Rest von uns ist als nächstes dran. Wir müssen uns um alle kümmern und dürfen es nicht einfach abtun. Ach, das ist genetisch bedingt. Mach dir keine Sorgen, du hast dieses Gen nicht, also es ist alles in Ordnung. Ich meine, das ist eine sehr falsche Sichtweise. Ja, das ist sehr wichtig. In der Vergangenheit hatten wir als Menschheit immer wieder mit Hunger zu kämpfen. Deshalb war die industrielle Verwirklichung in ihren grundlegenden Zukünften ein Segen. Jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, an dem sie uns schadet und uns regelrecht vergiftet. Was meinen Sie, brauchen wir als Menschen diese Extreme, um endlich unsere Mitte zu finden? Die Mitte wäre perfekt. Wie würde diese Mitte Ihrer Meinung nach aussehen? Ich glaube, das Problem ist wirklich die Effizienz. Ich denke, dass sie mit diesen Chemikalien in der Lage sind, Lebensmittel zu produzieren, große Mengen bestimmter Lebensmittel effizient zu produzieren, um die Kosten zu senken, sodass Lebensmittel erschwinglicher werden. Und das gefällt den Menschen. Die Menschen wollen weniger Geld für ihre Lebensmittel ausgeben und deshalb sind sie bereit zu akzeptieren, dass sie nicht wissen, dass sie im Gegenzug für weniger Geld Gift auf ihren Lebensmitteln akzeptieren. Sie können diese Vorstellung nicht ganz begreifen. Die Industrie propagiert also das Konzept, dass wir die Welt ohne diese Chemikalien nicht ernähren können. Ich halte das für ein falsches Konzept. Ich denke, es ist falsch. Die Regierung sollte Geld ausgeben, um jeden zu finanzieren, der nach Wegen sucht, die ökologische Nahrungsmittelproduktion billiger und effizienter zu machen. Ich meine, das Problem ist die menschliche Arbeitskraft, denn wenn man das Unkraut mit der Hand zupfen will, ist das nicht einfach? Erstens wollen die meisten Leute das nicht tun, also es ist schwer, Leute zu finden, die dazu bereit sind. Dann muss man ihnen auch noch ein Gehalt zahlen, sodass es sehr teuer wird, die Arbeitskräfte zu beschäftigen, die das Unkraut von Hand zupfen. Das ist das Grundproblem. Und sie denken, es sei so bequem. Vor allem, weil es diese gentechnisch veränderten Pflanzen gibt, die gegen Glyphosat resistent sind, sodass sie die Pflanzen einfach von oben besprühen können, die ganze Pflanze und das Unkraut gleichzeitig, ohne sich Gedanken darüber zu machen, ob sie der Pflanze die Pflanze treffen. Die Pflanze stirbt nicht. Das ist wirklich schrecklich, denn dadurch nimmt die Pflanze jede Menge Glyphosat auf. Sie argumentieren also, dass wir diese Art von industrieller Landwirtschaft brauchen, um die Welt zu ernähren, weil es so viele von uns gibt. Ich glaube nicht, dass das wahr ist. Ich finde es interessant, dass es mir so vorkommt, als ob die Länder, verschiedene Länder in der Welt, wenn sie die westliche Art des Nahrungsmittelanbaus übernehmen, also diese riesigen Farmen mit sehr, sehr wenigen Menschen und einer Menge Ausrüstung und natürlich Chemikalien, wenn das Land auf diese Art der Landwirtschaft umstellt, wenn ein Land zu dieser Art von Landwirtschaft übergeht, werden viele Menschen frei, um andere Dinge zu tun. Und das ist der Zeitpunkt, an dem sie anfangen, Technologie zu entwickeln. Denn wir hatten einen enormen Anstieg unserer technologischen Fähigkeiten und eine Reihe von Dingen, die aus der Technologie hervorgegangen sind und die unser Leben mit all der Elektronik und dem Internet und all diesen Dingen verändert haben, die Menschen brauchten, um sie zu entwickeln. All die Leute, die früher Unkraut gezupft haben, können jetzt am Computer arbeiten. Ich meine, es ist definitiv ein Wandel in der Gesellschaft, in der nur noch sehr wenige Menschen in unserem Land in Amerika tatsächlich auf dem Bauernhof arbeiten. Viel, viel weniger als früher. In China fand der Übergang natürlich später statt. Sie hatten eine riesige landwirtschaftliche Basis. Ich weiß nicht, vielleicht die Hälfte der Menschen in dem Land arbeiten auf dem Bauernhof. Und jetzt sind sie auch zu einem technologischen Land übergegangen, dass die Technologie entwickelt, anstatt die Pflanzen anzubauen. In gewisser Weise gibt es da auch einen Tausch. Und ich meine, Sie kommen aus diesem Bereich. Kommen Sie zu diesem Schluss aufgrund Ihrer Vergangenheit in der Informatik? Genau, ich war ein Teil davon, also es ist irgendwie interessant. Ich kann keine Landwirtschaft betreiben. Ich meine, es ist mir peinlich, dass ich nie gelernt habe, wie man Landwirtschaft betreibt. Aber ja, das ist wahr. Ich denke, wir brauchen, zunächst einmal könnten wir das Problem mit Hilfe von Technologien lösen. Ich bin da eigentlich recht zuversichtlich. Ich habe die Entwicklung eines Traktors namens Monarch Tractor verfolgt. Ein kleines Unternehmen entwickelt diesen Monarch Tractor, einen kleinen, wendigen Traktor, der über Sichtfunktionen verfügt und mit Solarenergie betrieben wird. Es handelt sich im Grunde um einen Robotertraktor, der sich selbst navigieren kann und der sogar lernen kann, Unkraut mit Hilfe von visueller Technologie zu erkennen, um es dann mit Hilfe von Heißwasser oder Laser zu vernichten. Ich weiß es nicht. Es gibt eine Möglichkeit, das Unkraut zu vernichten, ohne dass der Traktor dafür Chemikalien braucht. Es wäre wirklich schön, wenn die Technologie, es löst das Problem.
Es behebt das Problem. Technologie ist das, womit wir die Zeit verbracht haben, anstatt Pflanzen anzubauen. Und jetzt haben wir diese Technologie. Wenn wir sie nutzen können, um die Chemikalien zu ersetzen, wäre das großartig. Ich denke, das wäre wirklich großartig. Aber wir sollten uns auch eingestehen, dass wir mehr Menschen auf den Bauernhöfen arbeiten lassen müssen. Danke ich. Mir gefällt das Konzept des Familienbetriebs. Und wir müssen einfach mehr junge Paare dazu bringen, ein Stück Land zu kaufen, ein paar Hektar und etwas anzubauen. Ich denke, es wäre schön, wenn es in dieser Hinsicht eine Revolution gäbe und die Menschen zum Konzept des kleinen Bauernhofs zurückkehren würden. Ich denke, es muss wohl sowohl an den Menschen liegen, die sich für die Rückkehr zum Bauernhof entscheiden, als auch an der Technologie. Ich stimme zu. Wir brauchen jede Hilfe, die wir bekommen können. Und natürlich auch Leute, die forschen, um herauszufinden, wie man den Boden reparieren kann. Das ist ein weiteres Problem, denn die Böden werden jedes Jahr schlechter und schlechter. Und jetzt kommt es zu massiven Überschwemmungen, zum Abfließen des gesamten Oberbodens, weil Glyphosat die organische Substanz im Boden abtötet. Es tötet die Pilze ab, die das Kommunikationsnetz für die Pflanzen darstellen. Ich meine, viele Dinge geraten in Unordnung. Die Regenwürmer sterben und der Boden ist nicht mehr gesund. Das ist interessant, weil autistische Menschen auch weniger Biofilm in ihren Därmen haben. Richtig, ganz genau. Es ist also das Gleiche. Es passiert also auch in unserem Körper. Das passiert auch in der Erde. Ganz genau. Glyphosat bringt die Darmbakterien wirklich durcheinander und damit habe ich eigentlich auch angefangen. Die erste Arbeit, die Anthony Samsel und ich zusammen geschrieben haben, handelte von der Störung der Darmmikroben durch Glyphosat. Es ist ganz klar, dass dies der Fall ist. Und es gab weitere Arbeiten, die geschrieben und veröffentlicht worden sind, von Experten begutachtete Forschungsarbeiten, die eine Störung des Darmmikrobioms durch Glyphosat belegen. Das macht Sinn, denn sie haben, es gibt also den Chicken-Mat-Stoffwechsel in den Pflanzen und Glyphosat unterbricht den Chicken-Mat-Stoffwechsel. Das ist ein biologischer Stoffwechselweg. Menschliche Zellen haben diesen Weg überhaupt nicht. Und Glyphosat zielt insbesondere auf ein bestimmtes Enzym in diesem Stoffwechselweg, die ISPS-Synthase. Und das Argument, das Monsanto anführt, lautete, oh, unsere Zellen haben diesen Stoffwechselweg nicht. Sie haben dieses Enzym nicht. Wir sind von Glyphosat nicht betroffen. Das ist die Argumentation. Das Problem ist jedoch, dass unsere Darmmikroben über diesen Stoffwechselweg verfügen. Sie nutzen diesen Weg, um lebenswichtige Nährstoffe für den Wirt herzustellen und dann werden sie selbst getötet, wenn dieser Weg unterbrochen wird. So wird die Zahl der kritischen Mikroben erheblich reduziert und andere Mikroben nehmen ihren Platz ein und es entsteht ein sehr seltsames Gleichgewicht der Darmmikroben. Das ist für einen Säugling ganz und gar nicht angemessen. Wenn der Säugling geboren wird, ist er Glyphosat ausgesetzt. Die Zahl der Lactobacillen und Bifidobakterien nimmt ab. Clostridien beginnen zu wachsen. Man bekommt eine ganze Reihe von Problemen. Und dann bekommt man Blähungen und Durchfall. Und all diese Probleme treten aufgrund des Ungleichgewichts der Darmmikroben auf. Wir müssen also den Boden und unseren Darm heilen. Das war auch der Schlüssel für unseren Sohn, um den Darm wirklich zu heilen und zu entgiften. Entgiften und neu aufbauen. Ja, wahrscheinlich erst den Darm heilen und dann entgiften, oder? Bringen Sie zuerst den Darm in eine bessere Form. Es funktioniert, also kann es nicht genetisch sein, wenn die Heilung funktioniert. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Es ist möglich, dass ein politischer Stopp gesetzt wird und Glyphosat verboten wird. Im Moment hat die EU die Verwendung von Glyphosat um ein Jahr verlängert. Die Abkehr von chemischen Pestiziden ist kein einfacher Weg. Die Landwirte stehen seit Jahren unter dem Druck, im Zuge des Wirtschaftswachstums mehr zu produzieren. Wenn wir auf chemische Pestizide wie Glyphosat verzichten, wird es zu Ernteausfällen kommen. Wie sehen Sie die Zukunft in dieser Hinsicht? Was kann auf politischer Ebene getan werden, um diesen Wandel zu vollziehen? Es ist eine große Umstellung, weil sich die Landwirte so sehr an diese Art der Landwirtschaft gewöhnt haben. Und wie wir bereits gesprochen haben, brauchen wir viel mehr von diesen kleinen Familienbetrieben, wo die Familie wirklich eine kleine Anbaufläche hat, um die sie sich wirklich kümmert und wo sie bereit sind, sich die Zeit zu nehmen, den Boden zu pflegen und die Pflanzen sehr, sehr gesund zu machen. Die chemiegestützte Landwirtschaft ist in Wirklichkeit gescheitert. Sie behaupten, dass sie ein großer Erfolg ist, aber wenn man sich Jahr für Jahr ansieht, sieht es am Anfang wunderbar aus. Die Erträge steigen stark.
Tag an und der Landwirt ist sehr glücklich. Im nächsten Jahr stellt er dann fest, dass das Glyphosat nicht mehr so gut wirkt, weil es zu resistenten Unkrätern kommt, sodass er mehr davon einsetzen muss. Außerdem ist der Boden nicht mehr so gesund wie zuvor, weil die Bodenmikroben abgetötet und die Nährstoffe verbraucht wurden. Die Ernte ist also nicht mehr so ertragreich. Der Ertrag geht zurück und nach ein paar Jahren ist der Punkt erreicht, an dem der ökologische Landbau höhere Erträge liefert als der chemische. Dann muss die Menge an Glyphosat weiter erhöht werden, wodurch die Zahl der resistenten Unkräuter weiter zunimmt. Sie geraten in ein schreckliches Muster. In den Vereinigten Staaten gibt es derzeit eine große Krise, weil bestimmte Unkräuter so resistent gegen Glyphosat sind, dass sie mit keiner Menge Glyphosat abgetötet werden können. Deshalb bietet die Industrie jetzt einen weiteren GVO an. Die Pflanze ist sowohl gegen Glyphosat als auch gegen eine andere Chemikalie namens Dicamba resistent und darin werden diese beiden Chemikalien miteinander kombiniert. Nehmen wir noch eine Chemikalie, nehmen wir noch einen anderen Giftcocktail. Jetzt haben wir zwei Chemikalien, die auf eine Art und Weise synergistisch zusammenwirken, die wir nicht verstehen. Niemand hat es erforscht. Wir haben es nicht erforscht. Sie setzen also Glyphosat plus ein. Es gibt Glyphosat plus Glufosinat, Glyphosat plus Dicamba und Glyphosat plus 24D. Ich meine, die Leute fügen die Chemikalien hinzu, von denen sie dachten, dass Glyphosat sie davor schützt, weil es dieses Argument gab, dass Glyphosat sicher ist und es die anderen Chemikalien gibt, von denen wir wissen, dass sie giftig sind, also wollen wir sie nicht verwenden. Wir könnten also stattdessen Glyphosat verwenden, aber das Argument zieht nicht mehr. Wir hatten diese große Diskussion hier in der Schweiz und es ging um unser Wasser. Und unsere Wasserqualität ist nicht mehr so gut wie vor einem Jahr. Überraschung. Und es gab ein Interview mit einem Landwirt, der sagte, er sei auf seinem Land dabei gewesen, die Pestizide zu versprühen. Bevor er das tat, sagte er zu seinen kleinen Mädchen, geht ins Haus, bitte geht ins Haus, kommt nicht raus, ich gehe sprühen. Und dann stand er da und tat, was er tat, was sein Vater tat, und er dachte, was mache ich hier? Das ist unser Essen. Ich sage zu meinen Töchtern, geht hinein, es ist gefährlich, kommt nicht raus, aber ich arbeite mit dem Essen, das wir essen. Also, es war also sein Weckruf. Er sagte, nein, das ist wunderbar. Ich denke, die Bauern müssen das wissen. Und natürlich werden auch sie krank. Ich meine, es gibt Studien, die Parkinson und Non-Hodgkin-Lymphome nachgewiesen haben. Sie wissen wahrscheinlich von all den Gerichtsverfahren in Amerika. Ich war so aufgeregt, als die erste Klage, ich habe seinen Namen vergessen, Dwayne Lee Johnson, ich weiß nicht, ob Sie davon gehört haben, aber das war der allererste Fall in Kalifornien, in dem es um Schulhöfe ging und seine Aufgabe war es, die Schulhöfe sauber zu halten und er verwendete ausschließlich Glyphosat, was die Chemikalien anging. Glyphosat ist sicher, ist für Kinder unbedenklich, also sollte man dieses Mittel verwenden. Er verwendete das Glyphosat auf den Schulhöfen und er erkrankte Anfang der 40er Jahre schwer an einem Non-Hodgkin-Lymphom. Er hatte zwei kleine Kinder zu Hause, er verklagte Monsanto wegen des Non-Hodgkin-Lymphoms und gewann, was ein Wunder war, denn man denkt immer, dass sie so mächtige Anwälte haben, sie werfen wirklich eine Menge Geld auf das Problem und normalerweise gewinnen sie. Sie schaffen es einfach, sich aus der Klemme zu ziehen, wenn jemand durch ihr Produkt krank wird. Aber dieses Mal hat er gewonnen. Und das war ein großer Durchbruch, denn es gab noch zwei weitere sehr auffällige Fälle, in denen ebenfalls hohe Beträge mit großen Vergleichen erzielt wurden. Drei verschiedene Fälle, hohe Entschädigungen, Non-Hodgkin-Lymphom. Und in allen Fällen handelte es sich nicht um Landwirte, es handelte sich um Menschen, die Glyphosat auf andere Weise auf ihrem eigenen Grundstück eingesetzt haben. Und die Landwirte können sich nicht wirklich durchsetzen, weil sie so viele Chemikalien einsetzen. Sie zeigen immer mit dem Finger auf die anderen. Nein, es ist nicht das Glyphosat, es ist eine andere Chemikalie, ein Insektizid, das ist die Ursache für euer Problem. Sie können sich so bei den Landwirten aus dem Staub machen, weil sie so viele Belastungen ausgesetzt sind. Es ist so respektlos, wie unsere Landwirte von der Industrie behandelt werden, denn wir müssen sie ehren. Ja, ich stimme zu. Ihre Arbeit ist das, was uns das Leben gibt. Sie sind so wichtig. Sie sollten die wichtigsten Menschen in unserem Land sein, diejenigen, die unsere Lebensmittel anbauen. Ich denke, es ist eine Schande, dass wir die Bedeutung der Landwirtschaft heruntergespielt haben. Wir haben auch die Bedeutung des Kochens heruntergespielt. Ich erinnere mich an eine Fernsehwerbung, als ich noch ein Teenager war, in der die Mutter mit ihren Kindern im Wohnzimmer spielte und das Fernsehessen im Ofen war und es hieß, ihr habt Wichtigeres zu tun, als zu kochen. Um die Bedeutung des Kochens herunterzuspielen.
Das ist ein weiteres Problem, das wir haben, denn in unserem Land sind die meisten Mütter, junge Mütter, heute berufstätig. Beide Elternteile sind berufstätig und wenn die Mutter nach Hause kommt, ist sie müde. Sie hat keine Lust, in die Küche zu gehen, eine Mahlzeit zu kochen, also kaufen sie einfach all diese verarbeiteten Lebensmittel, die nicht nur Glyphosat enthalten, was natürlich ein großes Problem ist, sondern auch einen Nährstoffmangel aufweisen. Man muss Vollwertkost essen, am besten zu Hause gekocht. Ich sage das nur ungern, aber ich möchte den Menschen klarmachen, dass Kochen eine der angenehmsten Tätigkeiten ist, die man tun kann, wenn es darum geht, wie man seine Zeit verbringt. Es kann sehr lohnend sein, wenn man ein wirklich gutes Essen kocht und es der Familie schmeckt. Sehr lohnend. Und wenn wir Eltern dazu bringen können, wieder in die Küche zu gehen und zu erkennen, dass es in Ordnung ist, Zeit in der Küche zu verbringen, weil wir denken, dass wir Wichtigeres zu tun haben, als zu kochen. Das ist eine Botschaft, die wir gelernt haben. Ich habe sie von klein auf gelernt. Ja, es ist wichtiger, zu arbeiten oder einem Hobby nachzugehen, als zu Hause zu sein und gemeinsam zu kochen und zu essen. Das war meine nächste Frage. Was können wir Verbraucher tun, um uns zu schützen? In Amerika wird zertifizierter Bioanbau immer beliebter. Ich bin sehr erfreut zu sehen, dass selbst in den, wie ich es nenne, Mainstream-Lebensmittelgeschäften, also den normalen Lebensmittelgeschäften, immer mehr Geschäfte für die meisten oder für viele ihrer Produkte eine Bio-Auswahl anbieten. Es ist wirklich sehr befriedigend, dieses Wachstum zu sehen. Ich habe in den letzten 10 Jahren beobachtet, dass zertifizierte Bioprodukte viel leichter zugänglich sind und zertifizierter Bioanbau ist nicht perfekt. Ich glaube, dass die Leute schummeln und natürlich kann es... Genau das wollte ich Sie fragen. Können wir dem vertrauen? Ich weiß, das ist ein anderes Problem. Es wäre viel besser, wenn diese Chemikalien nirgendwo eingesetzt würden, denn Glyphosat kann man nicht loswerden. In diesem Land kann man es nicht vermeiden. Es ist in der Luft, im Wasser, in den Lebensmitteln. Ich meine, man kann Glyphosat wirklich nicht vermeiden, wenn man hier lebt. Fast überall in diesem Land kommt man mit Glyphosat in Berührung, denke ich. Aber ich glaube, dass es sich lohnt, biozertifiziert zu kaufen. Wenn wir in einem Lebensmittelgeschäft einkaufen, kaufen wir immer biozertifiziert und wir haben eine Verbesserung unserer Gesundheit festgestellt, seit wir vor 10 Jahren damit angefangen haben. Unsere Selbstheilungsgemeinschaft auch. Ja, es ist eine große Entscheidung, sich zu ändern, aber es lohnt sich so sehr. Auf jeden Fall. Wie können wir unsere Entgiftungsorgane unterstützen? Richtig. Zum Beispiel die Leber, meinst du? Ja, richtig. Natürlich muss ich unbedingt auf Sulfat eingehen, denn das ist ein wichtiger Teil meines Buches. Sulfat ist ein übersehenes Molekül, das viele unglaublich wichtige Rollen im Körper spielt. Und ich habe Sulfat als problematisch im Zusammenhang mit Glyphosat identifiziert. In meinem Buch gehe ich sehr ausführlich auf die Chemie ein. Es ist ziemlich komplex, aber sehr, sehr interessant. Es ist wirklich eine interessante Geschichte, wenn man zurückblickt. Zunächst einmal ist die Sulfatierung ein Mittel, mit dem der Körper fettlösliche Chemikalien neutralisieren und loswerden kann. So sind wir zum Beispiel verschiedenen Insektiziden und Produkten auf Benzolbasis ausgesetzt. Es gibt die Probleme mit diesen fettlöslichen und giftigen Chemikalien. Sie sind sehr, sehr gefährlich. Sie können natürlich ins Gehirn gelangen, weil das Gehirn viel Fett enthält und dort Probleme verursachen. Und die Leber ist für die Entgiftung dieser Chemikalien zuständig. Sie können sogar von Darmmikroben wie den Clostridienarten gebildet werden, die in Verbindung mit Glyphosat überhand nehmen. Sie produzieren ein Produkt namens P-Cresol und P-Cresol im Urin wurde mit Autismus in Verbindung gebracht. Es wird mit Autismus in Verbindung gebracht und P-Cresol ist ein fettlösliches Molekül, das giftig ist. Normalerweise würde das zuerst an die Leber gehen. Der Darm schickt die Dinge an die Leber zieht alle Giftstoffe heraus und sorgt dafür, dass das Blut, das aus der Leber kommt, reiner ist. Das ist die Hauptaufgabe der Leber. Was sie mit diesen Giften macht, ist sehr vielfältig, aber Sulfat spielt eine sehr wichtige Rolle dabei, sie wasserlöslich zu machen. Und wenn man ein Sulfat an ein fettlösliches Molekül anhängt, kann man es einfach ins Blut abgeben und es über den Urin ausscheiden. Auf diese Weise entgiftet die Leber giftige Chemikalien, übrigens auch Medikamente. Viele Medikamente enden in der Leber, zum Beispiel Tylenol. Tylenol wird mit Autismus in Verbindung gebracht. Es ist ein sehr beliebtes Medikament. Man nimmt es gegen Fieber. Wenn man geimpft wird, gibt man dem Kind natürlich oft Tylenol und Tylenol hängt von den Sulfatbildungen ab, um entgiftet zu werden. Ich erkannte die Sulfatbildung als ein Problem bei autistischen Kindern, bevor ich überhaupt von Glyphosat wusste.
Ich hatte das Glück, dass ich auf die Forschungen einer Frau namens Rosemary Waring stieß. Eine wirklich interessante Forscherin in den 1990er Jahren. Sie hatte mit vielen autistischen Kindern zu tun. Sie half ihnen bei der Heilung und untersuchte die Stoffwechselprodukte in ihrem Urin. Dabei stellte sie ein großes Problem fest, denn sie sah, dass sie große Mengen an Molekülen namens Sulfat und Thiosulfat hatten, riesige Mengen im Vergleich zu dem, was normale Kinder haben. Das ist ein Zeichen dafür, dass sie nicht in der Lage sind, Sulfat zu bilden und dass sie dazu neigen, das Sulfat an diese Wasser- und fettlöslichen Moleküle zu binden und zu transportieren. Dieser ganze Prozess erfordert mehrere Enzyme. Ich habe so ziemlich alle diese Enzyme als anfällig für die Toxizität von Glyphosat identifiziert. Ich glaube also wirklich, dass die Störung der Sulfatierungswege ein Schlüsselfaktor bei Autismus ist, wahrscheinlich bei jedem autistischen Fall. Ich lehne mich weit aus dem Fenster und behaupte, dass dies fast ein universelles Problem bei Autismus ist. In der Forschungsliteratur gibt es viele Belege, die diese Aussage unterstützen, insbesondere bei autistischen Mäusen. Es gibt Studien, die durchgeführt wurden. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, autistische Mäuse zu erzeugen. Genetisch gesehen ist das ziemlich interessant. Es gibt eine Rasse, die für Autismus gezüchtet wird und mit der man Autismus studiert. Und sie haben auch autistische Mäuse geschaffen, indem sie sie bei der Geburt manipuliert haben. Sie sind genetisch völlig gesund, aber man kann sie bei der Geburt einem Toxin aussetzen. Das war eine sehr interessante Studie. Es ist ekelhaft, wenn man sich vorstellt, was sie diesen armen Mäusen antun, aber im Grunde setzen sie sie einem Gift in der Gehirnrückenmarksflüssigkeit aus. Sie setzen sie einem Toxin aus, das sie daran hinderte, Heparansulfat zu bilden. Das ist ein sulfatiertes Molekül im Gehirn. Heparansulfat ist ein sehr wichtiges Molekül und es hängt von der Schwefeltransferase ab, die das Sulfat an das Heparan bindet. Und als sie das bei diesen Mäusen bei der Geburt machten, entwickelten die Mäuse alle Merkmale des Mausautismus. Allein durch diese eine Veränderung. Das zeigt wirklich eine direkte Verbindung zwischen dem Problem des unzureichenden Heparansulfats in der Rückenmarksflüssigkeit und Autismus. Und dann Studien an Menschen, die postmortal untersucht wurden. Sie haben das Gehirn von Menschen untersucht und herausgefunden, dass auch bei ihnen ein Heparansulfatmangel mit Autismus einhergeht. Wenn sie Autismus hatten, fanden sie einen Mangel an Heparansulfat im Gehirn. Es gibt eine brandneue Studie, die erst vor ein oder zwei Jahren veröffentlicht wurde. Ich war sehr, sehr froh, als ich diese Arbeit sah, denn sie bestätigte, was ich schon vermutet hatte. Dabei ging es um eine bestimmte Sulfurtransferase, das Enzym, das Sulfat an diese Moleküle bindet, um sie wasserlöslich zu machen. Sie fanden Defizite, schwerwiegende Defizite der Sulfurtransferase im Darm, im Blut und in der Zirbeldrüse nach dem Tod. Das hat meinen Verdacht bestätigt, dass die Sulfatierungswege ein kritisches Problem bei Autismus sind und dass Glyphosat meiner Meinung nach eindeutig Sulfatierungsdefekte verursacht. Wow, das ist so wichtig. Danke, dass Sie das mit uns teilen. Das ist so wichtig. Ich habe mich gefragt, woher Sie die Kraft genommen haben, über dieses Thema zu sprechen. Denn um ehrlich zu sein, ist es nicht sexy für die Branche. Und ich glaube, viele Kollegen sagten vielleicht, okay, tut uns leid, Stephanie, aber wir sind raus. Wie haben Sie diese Frau dazu gebracht, sich zu outen und ihre Meinung zu sagen? Ich meine, ich habe einfach das Gefühl, dass ich es tun muss, weil ich mich so schlecht fühle wegen der Kinder. Mein Herz schmerzt wirklich für die zukünftigen Generationen dieses Landes und ich sehe so viel Schmerz, so viele Kinder, die unter so vielen Problemen leiden. Nicht nur Autismus, es gibt Fettleibigkeit und ADHS und es gibt alle Arten von Lebensmittelallergien. Ich meine, die Kinder von heute sind wirklich krank. Ich glaube, mehr als die Hälfte von ihnen hat irgendeine Art von chronischem Leiden. Sogar Typ 1 Diabetes und natürlich Ekzeme und Asthma. Einfach all diese Probleme, die wir bei unseren Kindern beobachten. Es ist so traurig für mich, das zu sehen. Ich fühle mich so schlecht für die zukünftigen Generationen. Deshalb habe ich das Gefühl, dass ich meine Stimme erheben muss. Deshalb verbringe ich so viel Zeit mit Interviews wie diesem hier. Ich sage fast nie nein. Ich möchte einfach jedem helfen, der bereit ist, sich die Zeit für ein Interview zu nehmen, damit er seine Botschaft an sein Publikum weitergeben kann.
Ich halte das einfach für so wichtig. Und ich hoffe, dass die Menschen, die die Nachricht erhalten, sich auch die Zeit nehmen, anderen Menschen davon zu erzählen. Und sei es nur, um sie an ihre Familie oder ihre Freunde weiterzugeben, damit sie wissen, wie wichtig es ist, biologische Lebensmittel zu essen. Wenn wir die Botschaft auf diese Weise verbreiten können, denke ich, dass wir schließlich die Nachfrage der Verbraucher erreichen können. Was ich mir wünsche, ist eine Empörung der Verbraucher und eine Nachfrage der Verbraucher, die sagen, wir wollen zertifizierte ökologische Lebensmittel. Wir werden eure Lebensmittel nicht kaufen, wenn sie nicht biozertifiziert sind. Der Landwirt wird also den Anbau einstellen, wenn der Kunde es nicht kauft. Wir müssen den Punkt erreichen, an dem die Menschen in diesem Land verstehen, dass sie sich gesund ernähren müssen. Die Regierungen sind so sehr von der Industrie gekauft, dass es extrem schwierig und extrem frustrierend ist, sie zu erreichen. Ich habe es versucht und ich habe es bei der Regierung so gut wie aufgegeben. Ich habe das Gefühl, dass es einfach demoralisierend ist. Ich sollte das nicht sagen, weil ich hoffe, dass es immer noch Leute gibt, die bereit sind, es zu tun. Aber für mich ist es einfach zu schmerzhaft und zu hart, mir einzugestehen, dass die Regierung sich einfach nicht kümmert, dass sie sich nicht um die Gesundheit der Bevölkerung kümmert. Ja, das ist wirklich verletzend. Nach all den Jahren, in denen Sie sich mit diesem Thema befasst haben, was ist Ihre wichtigste Erkenntnis aus Ihrer Reise? Nun, sicherlich das Bewusstsein, dass die Regierung nicht auf unserer Seite steht. Das tut mir wirklich sehr weh. Ich erinnere mich an eine Geschichte aus meiner Kindheit, die ich in meinem Buch niedergeschrieben habe, als Contagan in Europa aufkam. Ich weiß nicht, ob Sie die Geschichte kennen. Es handelte sich um ein neues Medikament, das, so glaube ich, gegen Angstzustände oder so helfen sollte. Es war sehr aufregend, alle waren begeistert davon, aber es stellte sich heraus, dass es schädlich für die Fortpflanzung war. Es verursachte schwere Geburtsfehler. Die Kinder wurden ohne Arme, ohne Beine und ohne Ohren geboren. Ja, ich erinnere mich. Ich war noch ein Kind zu dieser Zeit. Ich schätze vielleicht 10 oder 11 Jahre alt. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, wie ich eine Zeitschrift anschaute und die Bilder von diesen Kindern ohne Arme und solche Dinge sah. Und dann las ich von dieser Frau in Amerika, die das Medikament nicht zugelassen hatte. Sie brauchten eine FDA-Zulassung und sie sagte nein. Sie sagte, nein, ich werde es nicht zulassen. Es ist nicht ausreichend untersucht worden. Ich weiß nicht, ob es sicher ist. Und so hat sie es nicht zugelassen. Viele Leute waren sehr wütend auf sie, weil sie uns dieses Medikament nicht erlaubte. Es stellte sich heraus, dass sie recht hatte. Und als dann all diese seltsamen Kinder auftauchten und man sie schließlich auf diese Medikamente zurückführte, fühlte ich mich so wunderbar. Ich lebte in einem Land, in dem sich die Regierung um uns kümmert, wenn es um diese Drogen geht. Ich war so stolz, Amerikaner zu sein. Dieses Gefühl habe ich heute noch. Ich kann mich daran erinnern und das bricht mir das Herz, denn im Moment bin ich sehr angewidert von meiner Regierung. Und ich hasse das. Ich hasse es, dass ich mich mit meiner Regierung nicht zufrieden fühle. Ich möchte mich mit meiner Regierung wohlfühlen, aber ich kann es nicht. Ich bin so verärgert über das, was sie im Moment tun und ich weiß nicht, wie ich es ändern kann. Ich möchte, dass die Menschen aufwachen. Ich denke, wenn mehr und mehr Menschen sich der Probleme bewusst werden, dann werden auch mehr und mehr Menschen die Kraft und den Mut haben, sich der Regierung entgegenzustellen und Veränderungen zu fordern. Natürlich könnte es auch sein, dass die Menschen auf die Straße gehen, auf der Straße protestieren und so weiter. Wir brauchen eine Revolution. Wir brauchen zuerst ein öffentliches Bewusstsein und dann muss die Regierung eingreifen. Und wenn sie das nicht tut, dann müssen wir eine neue Regierung finden. Ich meine, ich denke, es ist einfach so ernst, weil wir so krank sein werden. Jeder, der gesund ist, wird seine ganze Zeit damit verbringen, sich um die Kranken zu kümmern. Wir werden nicht in der Lage sein, etwas anderes zu tun. Das ist die Zukunft, die ich im Moment sehe. Ich denke einfach, dass wir stoppen müssen. Wir müssen unsere Lebensweise ändern. Vielen Dank, Stephanie Senne, für dieses Gespräch. Danke, dass Sie mich eingeladen haben. Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen, dass Sie dieses Interview geben, dass Sie dieses Buch geschrieben haben, dass Sie sich nicht zum Schweigen bringen lassen. Ja, Sie sind solch eine Inspiration. Vielen Dank, vielen Dank. Ich danke dir. Wir werden auf diesem Kanal sehen, dass, ja, zeig gerne das Buch Toxic Legacy. Ich danke Ihnen. Vielen Dank. Und danke, ihr Lieben, fürs Zuschauen. Und ihr habt gehört, wie wichtig es ist, es einfach zu spreaden, Aufmerksamkeit zu schaffen und ja, chronisch ehrlich zu sein. Unten ist der Link zum Newsletter. Abonnier ihn, denn es kommen noch viel mehr gute Sachen und extra Sachen für dich. Wir sehen uns beim nächsten Video. Hey Priscilla, sag mal, welche Nahrungsergänzungsmittel verwendest du eigentlich? Gute Frage, Annalisa. Was für ein Zufall, da stehen sie gerade. Ich verwende die Nahrungsergänzungsmittel von The Root Brands.
Und zwar, weil sie für mich und viele andere Menschen als Grundlage einfach so ein wichtiges Puzzlestück auf ihrer Reise waren und sind. Das flüssige Derivat wird in einem proprietären Prozess gewonnen, welches aus dem wirkungsvollsten Mineral der Natur ein bioverfügbares Siliziumdioxid ergibt. Dann wird noch Vitamin C hinzugefügt und hochschwingend gemacht. Klingt crazy? Ist es auch. Dr. Christina Ramm hat Produkte entwickelt, die die Weisheit der Natur und die neuesten Technologien vereint. Auch das Restore wurde anhand Quanten-Nano-Emulsionstechnologien entwickelt. Und Root hat dabei kraftvolle Inhaltsstoffe aus der Natur gewählt, biologisch und vegan. Hier werden also das Know-how von Biowissenschaft und der Biotechnologie genutzt. Es ist für mich der hochwertigste Weg, meinen Körper mit wertvollen Vitaminen, Mineralien, Aminosäuren und Nährstoffen zu versorgen. Und auch hier eine Win-Win-Win-Situation. Wenn du dich nämlich über uns registrierst, werden wir von The Root Brand provisionieren. Und du erhältst einen Vorteil, dass wir dich begleiten dürfen. Du bekommst Zugang zu unserer Telegram-Gruppe in den Root Heilkraftwerk-Bereich mit wundervollen Experteninterviews, Erklärvideos und natürlich auch die Parasitenkur, die begleitete und Rezepte. Klick gerne hier drauf für mehr Informationen. Ich freue mich auf dich.